einer merkwürdigen Zeit. Ist die Welt echt oder ist alles nur eine Simulation? Kann man den Nachrichten noch trauen oder sind es alles Fake News? Sind Gesichter echt oder Menschen oder ist es ein Deepfake? Wie zum Beispiel das hier von Obama, was er eigentlich gar nicht ist, weil das mit dem kostenlosen Programm gedeepfaked wurde. This is a dangerous time. Und jetzt kommt noch der nächste Schritt dazu. Kann man überhaupt Stimmen trauen? Es gab nämlich 2016 von Adobe so eine Pressekonferenz, wo die halt ein neues Programm vorgestellt haben, womit man eine Text-to-Speech-Stimme von einem echten Menschen, die halbwegs echt klingt, super leicht machen kann halt in einem Programm. And I kissed Jordan 3 times. Ich glaube, das Ganze wurde eingestellt oder halt irgendwie ans US-Militär verkauft, keine Ahnung. Auf jeden Fall gibt es jetzt schon seit längerer Zeit eine kostenlose Webseite von halt irgendwelchen Kanadiern, die halt genau dasselbe gemacht haben wie Adobe. Das Ganze heißt Liarbird, wie dieser Vogel, der alles nachmachen kann. Und die Seite verspricht, dass wenn man halt so ein paar Sätze eingesprochen hat, dass man dann eine Text-to-Speech-Stimme von sich selber bekommt. Wie diese Gigi Anderson-Stimme, nur dass die halt genauso klingt wie ich. Kali Columbus, ich liebe dich. Also wenn die Seite das hält, was sie verspricht und das halt halbwegs so klingt wie meine Stimme jetzt zum Beispiel, dann ist das jetzt ganz cool und halt auch irgendwie ein lustiges Gimmick. Aber in 10 Jahren, wenn das so richtig krass ausgereift ist, Alter. Ich meine, dann sind wir eh am Arsch mit dem ganzen künstlichen Intelligenzzeug. Zum Glück werde ich das nicht mehr miterleben. Aber ich würde sagen, solange wir noch Spaß haben können mit sowas, probieren wir es doch mal aus. Liarbird. Wir erstellen die realistischsten Stimmen der Welt. Nice. Okay, create my voice. Und als allererstes anmelden. Kreditkartennummer 840-571-694. Okay, jetzt müssen wir ein paar Sätze aufnehmen, bis die künstliche Intelligenz meine Stimme analysiert hat und halt daraus eine Text-to-Speech-Stimme machen kann. Jack sat at the back seat of the car. Staring out the window, he was bored. A freight train from time to time, he pressed his nose, dangling over the edge. 1975, over and over, some days, final place, time, there, goblins put together. Okay, ich habe jetzt 20 Minuten ein paar Sätze eingesprochen. Halt auf Englisch, das gibt's nicht auf Deutsch, deswegen sorry für mein Denglisch bei der Roboterstimme. Und ich würde sagen, createn wir doch mal meine Digital Voice. Your voice has been queued for training. Oh. Oh, jetzt muss ich warten. Ernsthaft. Bruh. 5 Minuten später. Okay, das ging schnell tatsächlich. Es hat jetzt irgendwie 5 Minuten gedauert und jetzt ist meine digitale Stimme fertig. Ich bin echt gespannt, wie die sich anhört. Ich habe auch extra ruhig und langsam geredet, dass halt jeder Satz sich gleich anhört für das Programm. Und die Stimme hoffentlich halbwegs akkurat ist. Also, tryen wir doch mal meine Digital Voice. Okay, als allererstes versuchen wir irgendwas mal auf Deutsch. Ich trinke gerne Lupina mit Bibi und Julienko. Na, dann schauen wir doch mal. It's Shrink John Lupine, MIT Bibi und Julienko. Alles klar, das klingt genauso wie ich. Jetzt irgendwas auf Englisch. Okay, ich sag das jetzt erstmal so, wie ich es eingesprochen habe bei dem Programm. Und dann hören wir uns das an, wie das Programm das ausspuckt. I love drinking a cold can of Lupina with my dear friends Bibi and Julienko. Okay, und jetzt das Programm. I love drinking a cold can of Lupina with my dear friends Bibi and Julienko. Alter, das klingt ja gar nicht so wie ich. Hey, was ist das für eine Verarsche? Hä? Was ist das denn für eine Verarsche? I tried to call Emily, but she didn't answer. Answer. So klinge ich doch gar nicht. Ich klinge doch nicht Französisch. I like playing Fortnite. I like playing Fortnite. Das klingt halt wirklich nicht so wie ich. Aber man kann seine virtuelle Stimme noch weiter trainieren. Also, ich habe jetzt schon 74 Sätze gesprochen. Dann spreche ich jetzt das Doppelte, also 150 Sätze. Alles klar, ey. Was tut man nicht alles für die künstliche Intelligenz? Eine Stunde später. Okay, ich habe jetzt insgesamt 150 Sätze eingesprochen und musste eine Stunde auf meine Digital Voice warten. Hoffentlich klingt sie jetzt halbwegs so wie ich. I love eating crunchy Andersnack crispy bones. Na, mal gucken, was das Gerät sagt. I love eating crunchy Andersnack crispy bones. Oh, okay. Okay, jetzt mache ich nochmal I like playing Fortnite als Vergleich. Playing habe ich ja geschrieben. Okay, das war die Stimme bei so 60 Sätzen. I like playing Fortnite. Und das ist jetzt die neue, verbesserte Stimme. I like playing Fortnite. I like playing Fortnite. I like playing Fortnite. Klingt bisschen mehr wie ich. My chewing gum tastes like Gigi Anderson's nice hair. I chew it all the time. My chewing gum tastes like Gigi Anderson's nice hair. I chew it all the time. Oh, das all the time klingt ja wirklich nach mir. I chew it all the time. Yo, das ist richtig gut. Wenn ich jetzt noch 150 mehr Sätze einspreche, könnte das echt was werden. Aber will ich das machen? Ja,
warum nicht? 2 Stunden später. Okay, jetzt sind nochmal 2 Stunden vergangen. Ich habe geduscht, ich habe mir was zu essen gemacht. Ich habe 150 Sätze aufgenommen und meine virtuelle Stimme ein bisschen backen lassen. Hören wir uns doch mal an, ob es besser geworden ist oder ob meine Arbeit umsonst war. The best thing in the world is to suck on a cold stick of ice cream. Und jetzt das Gerät. The best thing in the world is to suck on a cold stick of ice cream. Ja, okay. Okay, ich versuche jetzt mal einen realistischen Satz, den ich auch so in echt sagen würde. Mal gucken, wie das klingt. I wish Anime Girls would be real. They are incredibly hot. I hope on the 20th of September we will discover real Anime Girls in Area 51. Wish me luck. Was war das am Schluss? Hab ich da gegähnt? Yo, das klang ja insane. Ich hab jetzt nochmal gerade eben die Virtual Voice neu generieren lassen. Das klingt ja richtig krass. Warum sagt der Anime Girls so komisch? Anime vielleicht so? Anime. Ne. Anime. Anime. Ja, scheiße. This is the best toilet stone I've ever tried. This becomes from your Mombo. Shout out. Warum hab ich da so geatmet dazwischen, als hätte ich Asthma? Mother, you're my love. You are my everything. I want to spend the rest of my life with you. Mododo. I'm kneeling down in front of you to ask you this simple question. Mododo. Will you marry me? Oh, wunderschön. Ich hätte es nicht besser sagen können. There's nothing better than the new Endersnack Crispy Bones. Crunchy Sand Edition. Enjoy a healthy, crunchy meal for only $5.99. Endersnack. Amazing taste. Crazy Amazing Crunch. Es klingt gar nicht mal so schlecht. Das ist halt echt krass. Also wenn ich das jetzt noch weiter trainieren würde, die KI, so irgendwie mit 10.000 Sätzen oder so, wird das wahrscheinlich richtig, richtig krass echt klingen. Aber ich meine, allein schon mit 300 Sätzen ist es echt insane. Wozu die Technik imstande ist heutzutage. Also das habe ich nicht erwartet. Ich war bei den ersten Tests so ein bisschen abgeschreckt, ne, weil das klang halt echt sehr robotik. Aber es wird immer menschlicher. Wow. Das wird eine witzige Zukunft werden. Ja, aber ich packe euch mal einen Link zu der Seite in die Beschreibung. Ihr könnt ja da auch irgendwie, wenn ihr Bock habt, könnt ihr da auch irgendwie mit rumspielen. Keine Ahnung, was die mit den Sounddateien machen, die man da hochlädt. Wahrscheinlich verkaufen die an irgendwelche Chinesen. Mir doch egal, sollen die haben. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst wie immer eine Bewertung da, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke. And we're seeing uns das next Mal wieder. Ciao.